Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge City Skylines. Yo, yo, yo. Unsere Stadt ist natürlich hier, also unsere neue Stadt, weiter am Wachsen. Wir haben auch einiges auf der Kalle. Alle Kredite sind abbezahlt. Und wenn man sich das mal hier anguckt, wir haben auch neue Gebäude freigeschaltet, die wir mal ganz kurz hier durchskippen können. Wir können zum Beispiel jetzt eine Straßenbahn bauen. Die hatten wir ja in der letzten Stadt gar nicht. Und da würde ich einfach mal gerne dran arbeiten, weil das könnte ziemlich interessant werden. Vor allem, wenn man ein eigenes Netz dafür baut. Ja, jetzt müssen wir gerade nur überlegen, wo wir das hinplatzieren. Da würde ich vielleicht eine eigene Straße wieder ziehen. Aber ich möchte ja, wie gesagt, so wenig Kreuzungen aufbauen, wie es geht, damit hinter der Verkehr wieder fließt. So, ja, können wir einfach mal hier runterziehen. So, pass auf, dann machen wir direkt die Wasserverbindung, damit auch das Problem wird. Kann ich jetzt eigentlich... Ah, ich kann es upgraden, ne? Sehr, das wollte ich sowieso mal machen. Das habe ich in der letzten Stadt auch nie gemacht. So, dann muss ich mal ganz kurz hier... Es regnet! So, dafür müssen wir nämlich noch eine Kesselstation gleich bauen, okay. Mach ich mal eben jetzt, was ist das? Heizkraftwerk. Eine Kesselstation. Warte mal, die können wir hier hinstellen. Ja. Und wie verbinde ich das jetzt, meine Freunde? Achso, ich bin gerade im Upgrade-Menü. Logisch. So, Leute, ihr kriegt alle schön warme Füßchen. Ich kümmere mich drum. So, weiter upgraden. Haben wir. So, weil dann haben wir nämlich auch schon mal diesen Schritt gewagt. Und es ist natürlich für die Einwohner deutlich besser, wenn man eine Heizung hat. Und ich weiß gar nicht, wie haben die denn sonst mal geheizt hier? Ja, und sorry, wie gesagt, dass wir jetzt neu hier anfangen. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich möchte das jetzt alles hier ordentlich machen. Und dafür gehen die Folgen jetzt auch ein bisschen länger, weil ich möchte das jetzt heute mal richtig wegsuchten, das Spiel. Ja, und City Skylines ist einfach gerade aktuell so einer meiner Lieblingsspiele wieder geworden. Weil es unheimlich viel Spaß macht, sich hier eine Stadt aufzubauen, so kreativ zu sein, wie man möchte. Und dafür ist es ganz cool, auch wenn es jetzt nicht so viele Leute gucken. Oh, das kostet natürlich alles Geld hier. Da müssen wir gerade mal gucken, dass wir das alles hier wieder reinkriegen. Aber es sieht ja gut aus. So, wir können dann auch ein paar Richtlinien erstmal wegen Recycling und so weiter festlegen. Aber das kriegen wir alles hin. Und die Heizungsverfügbarkeit ist natürlich immens. So. Wir brauchen, oh Mann, wir brauchen ganz viel Industrie. Weißt du, das machen wir mal eben, bevor wir gleich das Straßenbahndepot bauen. Die Straße kann ich hier nicht hochziehen. Das ist natürlich voll doof, auch wegen der Autobahn. Deswegen muss ich mal gucken. Wir wollen das, den ganzen Komplex hier nehmen. Wir müssen ja sowieso erstmal wieder hier die Straße weiter ausbauen. So. Und dann können wir alles so wunderschöne... Zack. Das ist in die Mitte davon. So, ne? Ja. Ich hoffe doch. Ja, auch hier brauchen wir natürlich wieder... Ich mache direkt immer die Heizungsanschlüsse. Ich will nicht... So. Aber das Ding ist, wir brauchen das Ganze... Wir müssen das komplett verlegen. So, 4400 kostet uns das. Ja, ist das denn nicht geil? So. Ja, komm, ey. Ich brauche die Knete, Mann. Mal fertig. So. Okay, wir müssen uns das mal angucken. Aber wir müssen halt praktisch... Ich glaube, das ganze Gebiet erstmal damit ausrüsten kann das. Aber ich sehe gerade, irgendwo ist es unterbrochen. Hier. Okay. Hier auch? Ja, boah, man muss da genau auf so viele Sachen achten. Vor allem können wir damit auch, glaube ich, die Stromkosten reduzieren, ne? Wenn wir auf Heizung setzen. So, 4000 Einwohner leben jetzt in unserer Stadt. Schon mal eine Menge.
So, auch hier brauchen wir wieder einen Namen. Leute, haut die Namensvorschläge in die Kommentare, aber widmet euch ein bisschen der Umgebung. Also guckt euch an, wie die Stadt aussieht. Ja, mit den ganzen Wäldern und so weiter. Da brauchen wir natürlich einen passenden Namen für. Nicht irgendeinen Harry-Namen, sondern einen passenden Namen, der euch gefällt. Und der auch gut zu passt. Also könnt ihr gerne in die Kommentare mal schreiben. Und ja, Werthausen, ne, war die letzte Stadt. Ich fand die Stadt mega, aber am Schluss habe ich voll den Überblick verloren. Und hier sieht das alles jetzt deutlich geordneter aus. Und wir haben auch ein besseres Straßensystem, zumindest bis jetzt. Wer weiß, wie das hinterher sein wird. Okay, wir brauchen unbedingt neue Wohnräume, wie man sieht. Aber ich möchte mal ganz kurz eben die Probleme hier beheben schon mal. Immer eins nach dem anderen und nicht wieder 30 Millionen Sachen gleichzeitig. Problem ist, es kostet einfach nur super viel hier. Aber viel ist es nicht mehr. So, und das Geld kriegen wir ganz schnell zusammen, wie man sieht. Ja, nur noch die Ecke hier und dann haben wir die ganze Stadt mit Heizungsleitung verlegt, ne? Versorgt. Ah, hier noch. Tadam! Der Bürgermeister hat's getan, meine Damen und Herren! So, guckt euch an. Tading. Okay, dann kümmern wir uns mal um den Wohnraum. Wie gesagt, meine Idee war ja, dass wir praktisch hier, das hier, dieses Set praktisch hier auch nochmal hinbauen. Und das hier ein bisschen runterziehen. Aber dann haben wir das Problem wieder, dass wir wieder eine Kreuzung haben. Und es kann wieder zu Verkehrschaos kommen. Deswegen, ich weiß es nicht. Mal erstmal den hier. Ja, da steht irgendwas im Weg. Was ist das? Hör mal, was ist das? Das Busdepot. Das kann ich ja hier auf Ecke stellen, ne? Ja. So, und der Mast, der muss auch kurz weg. Oder einstellen. Oder warte mal, den Mast können wir eigentlich noch weiter wegstellen. Den können wir sogar hier hinstellen. Einfach eine Autobahn. Warum finden die das doof? Ist doch viel besser. Ununterbrochenes Stromnetz. Ja, wo denn? Nö. Also, ich sehe jetzt nicht, was unterbrochen sein soll. Ihr? Nö. Fakt ist nur, wir brauchen mehr Wohnraum. Nein, 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 nein. Oh Gott. Genau, steht die Industrie da. Genau mitten. Mittendrin statt nur dabei. Und ein paar Stores wollen die Leute. Okay. So, dann hätten wir nämlich den Stadtteil schon mal relativ weit hier nach vorne gebracht. So, gucken wir mal. Wir müssen nämlich die Nachfrage wieder senken, weißt du? Oh, haben die jetzt überhaupt? Nein. So. Guck dir das an. Wie sieht's mit Gesundheitswesen? Super. Oh. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Oh, das haben wir noch nicht. Okay. Aber die einen Sachen haben wir schon mal. Das ist gut. So, wir wollten uns ja der Straßenbahn widmen, aber wir müssen erstmal die ganzen Sachen hier regeln, damit die Leute alle in die Stadt ziehen, weil wir brauchen nämlich deren Steuern. So. Ja, jetzt haben wir natürlich den Vorteil, dass wir hier was hinbauen können. Wobei, ich würde das, ich bleib bei der Struktur. Warte mal. Zip. So. Und so. Ja, da liegt auch schon das Heizungsnetz. Wunderbar, wunderbar. Es läuft doch. Und das ist auch gut, dass die jetzt nicht so weite Wege haben zu arbeiten. Ne? Die müssen ja einfach nur rüber und die Busse, die fahren jetzt auch schon. Können wir ja nicht schon. Ich wollte mir das jetzt mit der Straßenbahn jetzt mal angucken in Ruhe. Die macht aber deutlich Lärm, wie man sieht. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil das kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Ja. Wenn wir jetzt hier ein Straßenbahnnetz aufbauen, müssen wir da wahrscheinlich die ganze Straße bearbeiten. Ich sag's dir. Ich probiere das mal aus. Ich will die eigentlich upgraden, so.
Okay. Das ist so eine clevere Entscheidung ist, das werden wir gleich sehen. Oh, da wird die Straße aber sehr eng. Ist das eine Art Fußgängerzone dann, oder was? Ah, okay, also sollten wir lieber das bauen. Besser, ne? So, ich mache einfach mal so eine Teststrecke, weißt du? Die Straßenbahn kommt! Wir könnten die auch über die Brücke fahren lassen, dann haben wir nämlich direkt so eine Bahn, die die Leute auch zur Arbeit bringt. Probier's einfach mal aus. Ich meine, das Straßennetz ist ja da. Wir ändern ja nichts, wir upgraden ja, wir hauen ja nur die Schiene drauf. So, dann kommen die Leute richtig gut zur Arbeit. Zack. Okay, oh, wir haben wieder das Mülldeponie-Problem hier. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, die Bahn fährt einfach mal fährt hier los. Kann man eigentlich einen Knotenpunkt zwischen Bus und Bahn machen? Nee, ne? Dann hält sie einfach mal hier. 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 Hier soll sie relativ oft halten, weil sie die Leute ja zur Arbeit bringen soll. Okay. So Leute, da. Unsere Straßenbahn fährt durch die Stadt. Klingelingeling. Da bin ich mal gespannt, ob sich das lohnt. Ja, ob das besser für die Bevölkerung ist. Geil. Geil, geil, geil. Also wir probieren heute diesmal in dieser Stadt viel mehr aus. Da fährt sie. Guckt euch an. Wie cool. Jetzt haben wir Bus und Straßenbahn. Also vieles für das öffentliche, für den öffentlichen Nahverkehr. Dann gibt es ja noch Monorail, Flughäfen und was auch Sinn hier alles. Also ich glaube, es sind aber viel zu viele Bahnen, oder? Wir sind in die Station, wie kommen die Leute denn da rein? Ah, okay, wie kommen die in die Mitte? Ja, jetzt bauen die ein bisschen Abstand auf. Okay, wir müssen uns ein bisschen um die Mülldeponie noch kümmern, weil da gibt es jetzt die ersten Probleme wieder. Was ist das hier? Ah, achso, das habe ich mir heruntergeladen. Ein Large Recycling Center, welches aber noch nicht funktioniert. So, so. Okay, Leute. Wir brauchen wieder Wohnraum. Aber die Mülldeponie, die kümmert sich jetzt. Wir können da mal ein bisschen das Budget anheben. Weil das ist und wird immer unser Hauptproblem bleiben. Der Müll, der Müll, der Müll, der Müll, der Müll. Guckt euch an. Ich hoffe, durch die Straßenbahn wird der Verkehr ein bisschen weniger, weil logischerweise nutzen dann die Leute die Bahn und alles. Die können ja damit direkt zur Arbeit fahren, ne? Direkt. Ein Streck da rein. So, ich wollte ja hier noch das Wohngebiet ausbauen. Jo. Also eine Palme, ne? Ey, willst du dir einfach eine Palme? So. Okay. Liebe Arbeitgeber, neuer Wohnraum kommt. Der anscheinend echt dringend gesucht wurde. Alter, unsere halbe Stadt brennt.
Die ganzen Bäume, die wir platziert haben, sind alle abgefackelt. Oh Mann, wie doof. Guckt's euch an. Die ist ja doof. Was macht die Mülldeponie denn gerade? Warte mal. Ich erhöhe das mal mega hoch hier. Ah, die kommen jetzt. Okay. Kümmern sich drum. Ja, der Müll türmt sich auf. Ich arbeite dran, aber ich kann ja auch nichts machen. Ich frage mich, was die Mülldeponie immer und immer wieder macht. Okay, hier staut es sich gerade schon, sehe ich. Weil wir eine Brücke in die Stadt haben. Dann müssen wir eigentlich eine zweite direkt ziehen. Wie gesagt, wir müssen die ganzen Verkehrsprobleme so gut wie es geht. Au, oh, die ziehen alle aus die Stadt, die Leute, weil wegen dem Müll. Hä? Wo ist denn die Mülldeponie? Warte, wir müssen noch eine zweite bauen, dringend. Kein Bock wieder auf dieses Problem. Oder daneben. Und denn hier keinen unterwegs? Ah doch. Jetzt fahren die in die Gebiete. Alles klar. So, wir haben jetzt drei Deponien gebaut. Mit jeweils 19 Fahrzeugen. Das sollte doch reichen. Ich frage mich ja, wo die ganzen Autos sind alle. Mal kurz abwarten. Oh, Rettungshubschrauberdepot, das können wir später bauen. Ich muss mal gucken, ganz kurz hier alles durchgehen. Oh. Vielleicht besser. Zip. Eine neue Arztpraxis ist gekommen, Leute. Aber wir müssen immer schön die Verfügbarkeit aufrechterhalten. Aber, ah, okay, das Müllproblem ist gelöst. So, es wird immer noch nach Wohnraum geschrien. Alter, wie viel... Krass, krass, krass. Okay, dann geht's jetzt hier drüben weiter. Gerade Straße. Jetzt haben wir schon mal eine schöne Umgehungsstraße gebaut. Ist gerade? Ja. Nee, warte mal. Irgendwie immer weniger, ne? Mehr Abstand. Ja, so passt es doch. So. Okay, weil die Arbeiter, die brauchen nämlich alle dringend... die Industrie braucht dringend Arbeiter. Leute, die hier kräftig, deftig anpacken. Da müssen wir ganz schnell nachkommen. So, eine schöne Gegend wird's hier. Müssen auch noch ein Parking bauen. Ah, ist ja nur ein Bruchteil hier grün alles. Oh. Damit der Boden nicht allzu verschmutzt wird. Okay. Guck mal, die Kachel haben wir gleich komplett hier auf der rechten Seite mit Wohngebieten gefüllt. Ey, krass. Es wird. Wir machen auf jeden Fall gut Geld. Oh, was wir viel brauchen, sind echt Gewerbegebiete. Viel Gewerbe brauchen wir, wie man sieht immer. Ja, da ist die Nachfrage immer und immer wieder hoch.
Okay, ich guck grad mal. So, ja, Baby. Okay, das sieht doch gut aus. Wie viel ist denn 6.000? Ist ein neuer Meilenstein, okay. Ja, ich weiß, man kann neues Grundstück kaufen. So, kann man eigentlich... ab wann geht denn das? 6.000, da würde ich eigentlich noch warten mit dem Busbahnhof. Also mit der neuen Buslinie. Weil die würde ich hier durchgehen lassen, aber dann würde ich dafür echt 6.000 Einwohner finden. Wobei der Busbahnhof sollte schon sehr zentral sein, ne? Das ist ja, wie gesagt, soll ja nur ein Vorort werden hier. So. Auch eine weitere Buslinie hier. Zack, zack, zack. Okay, alles ist miteinander verbunden. Das ist gut. Da drüben kommen die Leute jetzt auch zur Arbeit wieder. Oh, hier sind aber relativ wenig Industrie. Und der Treibstoff ist auch nicht... Wir brauchen noch mehr Gewerbegebiet. Alter, wie wollen die Leute denn machen? So, ich glaube, das dürfte dann erstmal reichen, oder? Ey, wir haben die 100.000 an Einnahmen geknackt, meine Damen und Herren. 100.000! Oh, was ist denn da hinten? Ich glaube, wir haben Stromprobleme. Kann das? Nee, da hinten ist irgendwas nicht verbunden. Ah, krass. Was ist denn da los? So. Konnte die Holzindustrie nicht arbeiten, oder was? Jetzt aber wieder, ne? Nice. So, und jetzt müssen wir strategisch denken. Der nächste kluge Schritt wäre, das hier zu kaufen. Da wir da Schiffe anlegen lassen können. Ja. Einen Hafen kaufen können später, um Touristen in die Stadt zu kriegen. Aber wir können ja noch ein Gebiet kaufen. Dann würde ich sagen, kaufen wir als nächstes noch das hier. So. Dann haben wir jetzt erstmal so eine Art... so eine Art Schlauch, wo wir drin bauen können. Und es führt wieder nach Wohnraum. Alter. Wir haben eine sehr beliebte Stadt, wie man sieht. Krass. Mann, da komme ich kaum noch hinterher hier, ey. Es wollen so viele Leute in diese Stadt ziehen. Ist ja krass. Sag mal, um die Probleme hier vorwegzugreifen. So. Weil, oh, die Gefahr liegt immer noch bei 40%. Da müssen wir auf jeden Fall, hier oben würde ich noch einen hinbauen. Weil dann haben wir das ganze Gebiet erstmal abgedeckt hier. Jetzt haben wir es auch reduziert. Sehr gut. Und ihr seht, alles reagiert prompt auf die neue Feuerwehr. Ja, eine Wache ist, glaube ich, auch langsam ein bisschen zu wenig. Da holen wir direkt unsere zweite. Schule. Da brauchen wir auch noch eine neue Grundschule. Eine neue Oberschule. So. Ja, wir machen gerade auf jeden Fall wichtige Schritte hier nach vorne. Und so muss das auch sein. Können wir noch nicht? Ah, okay. Ja, Leute! Neue Folge City Skylines. Oh, die Bäume sind alle nachgewachsen. Wie cool. Sind jetzt bei 5.000 Einwohner. In der Folge haben wir leider noch nicht so viel schaffen können, weil das Problem ist, dass wir eher wieder gegen kleinere Probleme angekämpft haben.
Und ja, die Nachfrage nach Gewerbegebiet ist schon wieder da. Alter, ey. Ist doch unnormal. Aber mir soll es recht sein, denn wir verdienen damit Geld. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Die gibt es dann morgen. Und 14 Uhr immer. Manchmal kann es auch ein bisschen später sein. Sorry. Und ja, habt einen fabelhaften Tag, ihr Süßen.